Und wer Israel antastet, der tastet den Augenapfel Gottes an. So, Punkt, fertig, aus. Und der Jesus wird auch wiederkommen, um das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. So, und ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht, und darüber habe ich auch nachgedacht und mit anderen Geschwistern geredet, kann das sein, dass dieser Konflikt dazu dient, dass sie die Al-Aqsa-Moschee kaputt machen wollen, um den dritten Tempel aufzubauen, weil wir leben ja in der Endzeit und die Juden haben ja immer noch keinen Tempel. Und kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht, aber dass es vielleicht dazu dient, dass vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht die Al-Aqsa-Moschee kaputt gemacht wird, damit der dritte Tempel gebaut wird, weil das muss sich ja auch alles erfüllen. Und wir sehen ja auch, die Bibel prophezeit sich immer mehr und immer mehr. Und nochmal an die ganzen Palästina, das gehört euch nicht, das gehört Israel. Das hat Gott den Juden gegeben, dieses Land. Die Juden haben einen Anspruch darauf, nicht ihr. Wenn Gott sagt, Iran gehört den Juden, dann gehört den Juden Iran. Ganz einfach. Punkt, fertig, aus. Wenn Gott denen was gegeben hat, dann ist es auch ihr Land. So, fertig, aus. Und wer Israel verflucht, der ist verflucht. Und wer Israel angreift, der greift den Augapfel Gottes an. Es ist einfach nur schrecklich, dass die Palästina in Deutschland sich darüber freuen, dass die Raketen rüberdonnern, anstatt ihr weint und betet für die Juden. Genauso wie auch andersrum, dass kein Unschuldiger zu Schaden kommt. Ne? Auf beiden Seiten wird gebetet. Das ist ja schrecklich, wenn Krieg ausbricht. So, ist doch schrecklich. Aber man sieht ja, die Palästina freuen sich darüber. Aber ihr könnt so oft dafür beten. Man sieht das ja. Guck mal, Leute. Schaut euch mal dieses kleine, winzige Land mal bitte an. Schaut euch mal dieses winzige Land an, Leute. So groß wie NRW. So groß wie NRW. Kann das sein, dass Israel bis heute nicht islamisiert wurde? Dieses Gespräch, es bringt keine Früchte. Das bringt einfach keine Früchte, mit euch zu reden. Leider. Gottes Segen, Bruder Elias. Gottes Segen. Du Hetzer, was hetzt du gegen Palästina, Mann? Hey. Lasst Palästina in Ruhe, Free Palästina, hör auf damit. Ja, wie geht's dir? Ja, okay, gut. Ja. Free Palästina, ja, so. So, und ich bin mir auch sicher, Leute, dass bald sich das so oder so alles erfüllen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Al-Aqsa-Moschee wird weggemacht werden, der dritte Tempel wird aufgebaut werden und dann wird sich da auch der Antichrist reinsetzen. Und der Islam wird auch nicht siegen. Der Islam wird nicht siegen, das verspreche ich hier und jetzt an die ganzen Muslime. Der Islam wird nicht siegen. Der Islam wird vielleicht, ja, ihr habt viele Anhänger, 2 Milliarden Muslime, davon sind bestimmt 5% echt und der Rest ist ja lauwarm. 5-10% sind vielleicht wirklich echt, die alles befolgen. Guckt euch doch die Muslime in Europa mal an. Deswegen sage ich immer wieder zu den Muslimen, ihr müsst zu den Herrn Jesus kommen, der kann euch ein neues Herz geben, weil ihr habt ein steinernes Herz. Ich bin kein Schwätzer, ich sage nur die Wahrheit. Die Wahrheit muss gesagt werden, ja. Die legen sich einfach mit dem allmächtigen Gott an, ne? Die ja, wissen, die legen sich mit Gott an, das ist ja das. Das ist ja das. Und das verstehen die nicht. Die wissen gar nicht, was Gott mit denen in eine Sekunde machen kann. Die können die Israel, der kann alle in eine Sekunde euch, auslöschen. Ich verspreche euch, Israel, dieses kleine Land, würde es mit allen Ländern aufnehmen. Ich würde es euch versprechen, Hand und Siegel. Und ihr Muslime würdet einen Schock eures Lebens bekommen. Ihr würdet einen Schock eures Lebens bekommen. 100% würde Israel die Türkei sofort übernehmen. 100%, 1000%.
1 Milliarden%. Dieses kleine Land hier nimmt es mit der ganzen Welt auf. Mit Amerika und Russland zusammen. 100%. Ihr lacht. Ja, lacht mal weiter. Wenn Gott mit das Land ist, wollt ihr euch mit Gott anlegen? Wollt ihr euch mit dem allmächtigen Gott anlegen? Ja, dann lacht. Aber Bruder, die werden ja sehen, oder Geschwister, wir werden ja sehen, wenn der Herr Jesus Christus am Ende kommen wird. Der Herr Jesus wird am Ende dann wiederkommen. Und ja, leider geht die Muslime dann leider, leider verloren. Leider. Die werden blenden, TikTok sportlich. TikTok sportlich, genau. TikTok sportlich. Deswegen, Muslime, der Islam kann euch nicht retten. Der Islam wird euch auch nicht retten. Und ja, gut, es ist eure Entscheidung. Ihr müsst selber wissen. Aber dieses kleine Land hier wurde bis heute bewahrt. Und bis jetzt hatte die Bibel mit allen Recht gehabt. Die Bibel ist das einzigste Buch, einzige Buch, einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Zeigt mir irgendein anderes Buch, eine andere Religion, wo sich 50, 10 Prophezeiungen erfüllt haben. Ich kenne keins. Aber die Bibel, das Wort Gottes, alle Schrift ist von Gott eingegeben und es werden sich auch weitere Prophezeiungen erfüllen. Das Malzeichen wird noch kommen, der dritte Tempel, der Antichrist, die Entrückung, dann wird das Gericht Gottes kommen, die zwei Propheten, die in Israel auftreten werden, das wird noch alles, das steht alles noch vor der Tür. Das wird so eine schlimme Zeit, wer glaubt es, nur Muslime, glaubt. Das wünsche ich nicht meinen schlimmsten Feind, die Drangsalzeit. Die Drangsalzeit wird die schlimmste Zeit sein, die die Welt je gesehen hat und erlebt hat, diese Drangsalzeit. Und die Elite bereitet sich ja darauf vor, die weiß ja, was kommen wird. Israel spielt in der Endzeit eine riesige Rolle. Und es wird auch bald, ich weiß nicht wann, aber es wird ein dritter Weltkrieg ausbrechen. So, das sehen wir ja auch in diesen ganzen Endzeitfilmen. Diese Gerichte, dann Krieg. Ja gut, wer nicht auf die Bibel hören möchte und ja gut, meint, die Bibel ist ein Märchenbuch, okay, dann musst du damit leben. Wir zwingen ja niemanden, ne? Wir versuchen euch zu überzeugen, dass der Herr Jesus der einzige Retter ist, der einzige Erlöser ist. Es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keinen anderen. Wer soll euch dann erlösen? Wer soll euch retten? Nur der Herr Jesus kann euch retten und erlösen. Und am Ende werden ja die ganzen Muslime, kennt ihr den Film World War Z? Schreibt mal bitte alle einmal in die Kommentare rein, wer kennt diesen Film World War Z? Ich will einmal darauf was sagen. Ich kenne Schreibt meinen Bruder. Warte, ich will, dass die anderen was, ich will, dass die anderen einmal, ob die den Film kennen. World War Z, okay. Hört jetzt ganz genau hin. World War Z, der Buchstabe Z, der letzte Buchstabe Z für Zion. Und Ende. dieser Film spielt sich in Israel ab, in Jerusalem. Da sehen wir auf einmal, wie die Zombies Jerusalem überrumpeln. Das sind Muslime. Bruder. TikTok-sportlich. Man sieht doch in Ja, dem und Film, wie zeigt uns, diese was in Flüchtlinge Israel da passieren kommen, wird ne? in der Endzeit. Oder Wie in dem bitte? Film sieht man doch, wie diese Flüchtlinge alle kommen aus den islamischen Ländern. Ja. Oder war das dieser Film? Also in so einem Film, so ein Endzeitfilm, da sieht man das, wie die ganzen Flüchtlinge kommen. So richtig Ja. krass. Also World War Z, die letzte Schlacht, die Z, die Schlacht in Zion. Z, der Buchstabe Z, Zion. Leute, bitte tippen, bitte teilen, Leute. Was ist Zion eigentlich? Das ist Israel, oder? Ja. Und da sehen wir ja auch, dass auf einmal die Zombies die Mauer überrumpeln. Das sind die Muslime. Und dann wird ja auch dann der Herr Jesus Christus wiederkommen. Und dann wird er die alle vernichten am Ende. TikTok In eine sportlich. Sekunde. TikTok Sportl. Ja, Bruder, du kannst ja auch hochkommen. Ja, also es wird schlimm werden, ne? Also, das ist die Bei Gottes Drangsalzeit ist ja Segen. kein.
Denn die Drangsalzeit ist ja nicht ein Vergnügungszeit. Die Drangsalzeit ist die schlimmste Zeit. Und deswegen, wie ich schon sagte, Israel spielt eine riesige Rolle in der Endzeit. Also wir sehen, dass die Palästina Israel angegriffen haben mit Libanon. Also sie machen ja auch mit. Und Afghanistan will jetzt auch mitmachen, habe ich jetzt gehört. Diese Taliban wollen jetzt mitmischen. Ja, ne? Wir sehen, wie gefährlich der Islam ist. Das sehen wir ganz klar, TikTok sportlich. Und guck mal, wie viele Muslime jubeln. Für den ist der Gestir, also gestern, ne? Der 7. Oktober, für die ganzen Muslime gefühlt jetzt ein Feiertag geworden. Weil die sich alle freuen. Es gibt keinen Muslim, der es bestreiten würde. Die würden sich alle, die freuen sich alle, dass hier gerade ein richtiger Krieg ist und richtige Abschlachtung. Ja. Daran erkennen wir die Liebe des Islams. Nur Hass. Nur Hass. Anderes haben die nicht. Die haben nur Hass, mehr haben die nicht. Die können nur Menschen abschlachten, TikTok-sportlich, und Hass verbreiten, Menschen unterdrücken. Was anderes kennen die gar nicht. Brüder. Da einer schreibt es. Ja, wir freuen uns sehr. Seht ihr? Seht ihr, wie die sich freuen? Was ein Hass die haben? Alhamdulillah, siehst du? Alhamdulillah, da freut sich der erste Muslim. Bruder Danny, Ja. es ist so krank, ne, wie man sich freuen kann, wenn ein Ja, das ist Menschenleben ja, weil ausgelöscht wird. die geben es ja zu, die sind ja so. Oder wie kann man sich freuen, wenn Menschenleben ausgelöscht werden? Was ist Hier, das? einer schreibt es. Wir Das stehen ist an einfach der Seite nur unserer noch palästinensischen geisteskrank. Brüder Wie und wollen kann man Palästina befreien. Ja, sich klar, ja. darüber freuen? Also wirklich, das ist absolut geisteskrank, sowas. Wirklich, mir fehlen einfach nur noch die Worte. Und das soll glauben, so einen Gott will ich niemals folgen. Ich So habe einen gehört, Gott in Berlin gab es eine TikTok-Sportler. Feier von den ganzen Moslems. Ne? Die haben da so eine kleine Feier gemacht. Ja, damit die freuen sich. Ja, für den ist am Feiertag geworden. Glaub mir, das geht in die Geschichtsbücher Ein ein. Festmahl. Das ist ein Festmahl für die. Wie kann man sich darüber freuen, wenn Raketen geschossen werden? Wie kann man sich Kinder darüber sterben. freuen? TikTok TikTok-sportlich. sportlich. Aber okay. Wer Israel angreift, habe ich ja gerade gesagt, der greift den Augapfel Gottes an. Und dieses kleine Volk gehört nicht Palästina, das gehört den Juden. Das gehört den Juden. Punkt, fertig, aus. Ihr habt Jerusalem darauf gehört keinen tatsächlich, ja. Anspruch. Das Land hier, dieses kleine, winzige Land, gehört den Juden. Amen. Ja, Israel gehört, also den Juden gehört Israel. Da steht im Koran, da steht in der Bibel, da steht überall. Die sollen mal damit klarkommen, die Palästinenser. Doch heftig, ey. Die Palästina ist eh so ein Volk, was damals nie zu Israel gehört hat, noch nie. Na, das steht ja schon drin, die Leute, Palästinenser bitte ist so alle ein Volk, tippen, die über alle Israel angegriffen folgen. haben. Leute, bitte tippen, 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 folgen. Leute, bitte, macht das Genau. voll. Liken und teilen, meine Lieben, damit der Algorithmus mehr gepusht wird und sehen, was ein Hass der Islam Aber hat guck mal, es kann gegenüber ja sein, anderen weißt du, Menschen. ich glaube, es kann sein, dass die Al-Aqsa-Moschee, ich weiß es Denke ich nicht, es auch. kann sein, Habe ich auch gedacht. weggemacht wird und vielleicht der dritte Tempel aufgebaut wird. Ja, Habe und ich dann mir wird der auch angegriffen. gedacht, habe ich mir auch gedacht, dass die, Es kann sein, ne? Dass das das kann nicht sein, alles muss jetzt nicht, aber erfüllt es wird. kann. Muss nicht, aber es kann sein, dass es passieren kann, dass eine Bombe aus Versehen fällt, na? Aus Und Versehen. dann die zwei Moscheen, die da drauf sind, auf den Tempelberg, zerstört sind. Und wenn die dann direkt zerstört sind, die Israeliten machen sofort den dritten Tempel. Das ist deren Ziel, sofort der dritte Tempel. Aber Bruder Pavlos, wenn die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird, dann wird der Krieg doch Müsste noch ein Moslem schlimmer. Dann kommt ein hochkommen. Weltkrieg von den Muslimen, aber die Muslime können nichts machen. Wenn einmal Amerika einmal A sagt, dann sind die alle ruhig. Weil die haben die Möchte ein Weltmacht, ne? Moslem Hat nur immer hochkommen? Amerika. Also möchte ein Moslem hochkommen? Die So. Weltmacht hat nur immer Amerika und Amerika wird alle. Da, guck mal, ich habe ein Gefühl, Amerika wird sich jetzt einmischen und sagen, wir machen einen Friedensvertrag und wer Israel angreift, hat ein Problem mit uns. Und dann Hallo? werden alle Muslime direkt weggehen. Gottes Segen. Hallo. Gottes Segen. Wenn die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird, wenn sie zerstört wird, wird etwas passieren, das kann sich keiner erträumen, das kann sich keiner vorstellen. Was steht in der Prophezeiung des Korans?
Wir haben eine Prophezeiung in der Bibel. Versteht bei euch? Wenn die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird, werden alle arabischen Staaten aufstehen. Die werden alle eskalieren. Ja, dann gibt es. Und bei uns ist es so. Guck mal, jetzt kann ich dir was sagen. Bei uns ist es so. Der dritte Tempel wird so oder so kommen. Die Al-Aqsa-Moschee wird früher oder später eh weggehen. Ob die zerstört wird, ob die abgebaut wird, ob die durch ein Erdbeben zerstört, das weiß kein Mensch. Fakt ist, die wird irgendwann weggehen. Bei uns Muslimen, die zwei Moscheen. Bei uns Muslimen, ja. Ist es ja so, wenn Palästina frei wird, ist es ein Zeichen der Stunde. Ja, das habe ich auch gesehen. In Islam ist das so. Die wollen ja, dass Palästina die Macht da hat, ne? Dann sagen die ja die freie Palästina. Und dann kommt Imad Mahdi, heißt er oder so, ne? Das ist der jüngste Tag und so weiter. Das ist der die ganze Scharia jetzt aufrufen wird und alle, ja, der komplette Weltkrieg kommt. Der komplette Weltkrieg kommt dann. Der wird doch den kompletten Krieg führen. Also, die komplette Scharia auf der ganzen Welt. Wie sollen wir uns da freuen? Aber in der Bibel steht ich glaub, was. In der Bibel steht was. Meinst du unseren Bibel Antichrist? Sagt, jetzt, meinst du unseren Antichrist? Mal, das macht sogar Sinn, Bruder Danny, ne? Das macht sogar Sinn, dass dann im Muslim das passiert. Weißt du warum? Guck mal, jetzt sag ich dir was in der Bibel über Offenbarung. Beispiel, jetzt hört alle zu. Sagen wir mal, der dritte Tempel kommt jetzt. Sagen wir mal, Al-Aqsa-Moschee wird sogar zerstört. Sagen wir es mal. Der dritte Tempel kommt. Wir wissen eh, dass dann der jüngste Tag gekommen ist. Aufgrund dessen, weil wir entrückt werden. Weil der Antichrist wird sich in diesen dritten Tempel sogar setzen. So, dann sehen wir noch was anderes. Wenn die Al-Aqsa-Moschee ist, dann wird so gesehen ein dritter Weltkrieg kommen. Aber wir haben was. Denn die Israeliten, da steht was drin. Wenn die Drangzeit da ist, 7 Jahre werden geschehen. Das bedeutet, die ersten 3,5 Jahre gibt es einen Friedensvertrag. Das wird eigentlich 7 Jahre sogar quasi genannt, aber die ersten 3,5 Jahre passiert ein Friedensvertrag mit Israel. Ne? Da wird Frieden herrschen, nichts wird passieren, weil der Westen sich einmischt. Der Westen macht diesen Friedensvertrag. Das wird höchstwahrscheinlich, denke ich, jetzt Amerika sein, weil die ja eine Weltmacht sind. Und dann wird der Friedensvertrag gebrochen. Und die Israeliten flüchten alle nach Jordan. Alle. Die flüchten richtig nach Jordan. Die anderen, wenn man das, also die werden richtig vernichtet. Weil dann kommt die letzten 3,5 Jahre eine pure Zerstörung. Dann wird eine Weltmacht kommen, also eine richtige Diktatur kommt in diese Welt. Eine Regierung quasi passieren. Es wird der größte Armageddon sein überhaupt. Aber wir Christen sind weg. Wir sind dann schon bei Gott, weil wir werden schon davor, vor der Drangsalzeit, bevor dieser Friedensvertrag sogar gemacht wird, sind wir entrückt. Das ist unsere Prophezeiung. Wir sind dann weg. Wir sind dann nicht mehr hier, weil dann die Schriften sich jetzt erfüllt. Und dann wird der Herr Jesus Christus langsam kommen. Und dann ist ganz anders, wenn der Jesus Christus da ist. Der hat uns erstmal weggenommen. Der ist dann noch nicht richtig gekommen. Der ist ja noch in der Luft. Wenn er das zweite Mal kommen wird, auf der Erde drauf, dann ist alles vorbei. Dann wird er den Satan vernichten und alles hat sich erfüllt nach dem tausendjährigen Reich. Und das verstehe ich nicht. Was für bösartige Menschen sind das, die sich darüber freuen, dass man Raketen schießt? Nochmal, Leute, guckt euch doch bitte dieses kleine Land mal an. Das soll eine Bedrohung sein für Muslime. 7 Millionen Millionen ungefähr Juden. Oder guckt euch mal hier, fast 2 Milliarden Muslime. Dieses kleine Land, müsst ihr euch mal vorstellen, dieses kleine, winzige Land. Und trotzdem gönnt ihr den Juden das Land nicht. So, und das Land gehört nicht Palästina, das gehört den Juden. Punkt, fertig, aus. Amen. Da könnt ihr tausendmal sagen, free Palästina. Weißt du, wenn ich mir die Videos angucke, zum Beispiel, was die Palästina machen, ne, hast du mal gesehen, was die machen? Die nehmen ihre Kinder, TikTok sportlich, egal, ich darf das gar nicht sagen. Weil sonst nein, sag das nicht, nein. Ja, TikTok es ist schrecklich, TikTok es ist schrecklich. Sportlich. Bruder Danny, aber weißt du, wie krass das ist? Weil, so. Guck mal, der hat echt alles ausgesprochen. Warte, ich will jetzt einen neuen hoch. Hier, guck mal, ein Muslim hat das gerade nicht ausgesprochen. Der hat nur gesagt, da wird doch was passieren, der jüngste Tag in Islam wird ja kommen, ne? Die sagen ja. Mahdi wird kommen. Ich kann den nicht ganz aussprechen. Verzeiht mir dafür. Das ist, der nennt sich irgendwas mit Imam Mahdi oder so, ne? Der wird ja bei den Muslimen ja kommen. Was ist der einführen möchte? Die komplette Scharia in der ganzen Welt. Der macht ja einen kompletten Weltkrieg. Der meint das ja ganz ernst. Ich will aber keine Scharia haben. Ich möchte die Scharia nicht haben. Immer, wie stehst du dazu? Mahdi hat jemand geschrieben. Genau, ist richtig gesagt worden. Was sagst du dazu, immer?
Also, servus erstmal. Also, was soll ich davon halten jetzt? Ich weiß nicht, was ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich hier? Was wollt ihr, was passieren soll? Also, was sagst du dazu, dass Palästina Israel angreift? Soll der Dritte Weltkrieg kommen oder wie? Oder wollt ihr das euch erzwingen oder was? Nein, wir wollen das nicht erzwingen, aber das wird sowieso passieren. Also, da steht mir Gottes Wort nicht im Wege. Warte mal ganz kurz, wieso wollen wir das? Wie kommst du da drauf, dass wir das wollen? Wenn du so eine Aussage von dir gibst, nein, ich bin Israel, nur weil im Armageddon kommt, Israel, Gott hat es denen versprochen und war weiß sie. Ja, Israel gehört den Juden, ne? Das steht auch im Koran so. Ja, das kann ja, das kann in Bibel oder in Tora drinstehen. Was, und irgendwo anders was draufstehen, aber es hat ja immer Kriege gegeben, man hat Länder erobert und dann wieder verloren. Das ist ja was ganz Natürliches. Du kannst doch nicht nach 1000 Jahren kommen, ja, das gehört jetzt mir und die Leute da irgendwie verjagen oder umbringen oder. Ich habe mal eine Frage. Wem gehört denn Israel? Den Palästinern oder den Juden? Ja, den Palästinern gehört das. Nein. Nein, das gehört den Juden. Nein, eine Lüge. Ja, wie in eine Lüge? Selbst der Koran sagt das. Das ist ihr Land. Ja, wer sagt das? Wo steht das? In der Bibel und dem Koran. Das ist der Juden Gott. Das steht im Wort Gottes drin. Ah, die sind zum Beispiel, die haben 40 Jahre haben sich verlaufen, haben den Heiligen Land gesucht. Nein, Israel gab es doch schon vorher mit den Juden. Ja, unser Gott hat doch die verflucht, weil die 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt sind. Gott ja? hat die gezüchtigt, aber wieder immer zurück, wobei das auserwählte Volk ist. Palästina war nie auserwählt. Palästina sind nicht mal Juden, nichts sind Palästina. Das sind ein Mischvolk. Das ist von Mischung von einem Mischvolk, das ist nichts. Israel gehört den Juden, nicht den Palästinensern. Es war schon immer so. Damit soll Palästina damit klarkommen. Ja, wie? Wieso hat man jahrzehntelang die Juden in Europa abgeschlachtet oder umgebracht? Das ist Deutschland schuld. Das ist nicht unsere Schuld gewesen. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Im Mittelalter. Ich rede vom Mittelalter. Was ist Mittelalter? Was hat das mit der Bibel zu tun? Wieso haben die Christen früher die Juden abgeschlachtet? Warte mal ganz kurz. Lass mich mal ausreden. Die Osmanen haben in Spanien die Juden gerettet. Katholische Mörder, sage ich mal. Man hat mal ja im Mittelalter so viele Juden umgebracht. Wieso? Wieso ist das passiert? Was hat das mit der Bibel zu tun? Hat Jesus das befohlen, dass wir das tun sollen? Bibel und Tora hat das befohlen. Hat Jesus Christus das befohlen? Warte mal ganz kurz. Sagt Christen, hat der Herr Jesus befohlen, dass wir das tun sollen? Nicht Jesus, dein Papst. Was ist katholische Kirche hat doch nichts mit uns zu tun. Das ist doch der Vertreter von Jesus. Sind doch keine Katholiken. Er hat doch Kommunikation mit dem Gott, oder nicht? Gar nicht? Was hat denn der Papst für eine Funktion bei euch? Was hat der Papst für eine Funktion bei euch? Sag mir mal. Noch keine. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Wie, noch keine? Es hat keine Funktion. Der Papst gehört nicht zur Bibel. Katholiken, oder nicht? Wir sind keine Katholiken, wir sind Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Ja, nur die Bibel allein. Was ist denn? Wiedergeborene Nachfolger des Herrn Jesus. Aber die Katholiken haben den Kreuz als Symbol. Da kannst du doch jetzt, wenn du kein Katholik bist, den Kreuzsymbol um dich rum, also ein T-Shirt anziehen oder überhaupt damit trotzen oder so. Der Papst, seid ihr jetzt ein Juden oder was? Seid ihr Mischvolk oder was? Wir sind Nachfolger des Herrn Jesus Christus, mehr nicht. Nachfolger von Jesus Christus? Genau, nur die okay, Bibel allein. Okay, bei uns steht auch, guck mal, bei uns steht auch im Koran, auch von Mohammed Hadith, dass diese Armageddon kommen wird. Das wird kommen. Ja, wird es kann schon sein, dass diese Moschee fallen wird. Das aber das wird der Knackpunkt sein. Aber da steht auch noch mehr. Ihr müsst auch ein bisschen mehr lesen. Da steht auch, dass jeder Baum und Stein und Berge anfangen zum Reden, wenn sich Juden hinter ihnen verstecken. Nur der ein einzige Baum wird es nicht tun. Und ja, dann das ist Islam. Und jede Islam das sagt? Hat in seinem Garten diesen Baum angepflanzt. Das ist für die heilig. Die glauben nicht an Koran, aber die glauben an den Botschaft Mohammed, weil bis jetzt er alles richtig gesagt hat. In seinem kurzen Leben. Weißt du, warum der Islam das sagt? Das wird kommen, weil es hat einen Anfang und ein Ende. Alles hat seinen Anfang und Ende. Ursache, Wirkung. Immer, aber warte kurz. Ich glaube auch, dass Jesus wiederkommen wird. Immer, warte, du hast was vergessen.
euch wieder aktualisieren. Ganz einfach. Euch wieder auf den rechten Weg. Immer, du hast das vergessen. Deswegen wird Jesus kommen und mit mir. Kannst du mal bitte ausreden lassen, sonst muss ich dich rausschmeißen. Ja, dann schmeiß mich halt raus, weil ihr redet die ganze Zeit und du. Ja, gut, dann tschüss, das ist voll respektlos. Guck mal, unfassbar respektlos. Unfassbar. Also, ja, der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Und hast du noch gehört, was er gerade gesagt hat? Dann einfach, ne? Ja, der Herr segne dich, auf jeden Fall. Guck mal, was der Koran sagt. Da werden die Steine sogar reden und sagen, da ist der letzte Jude, hier ist da und da. Und weißt du warum? Damit die abschlachten. Das ist der Islam, der ist gefährlich. Bruder Danny, man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Mach mal stumm in stumm. Stumm und endstumm, Bruder Danny. Bruder Pablo, bist jetzt du noch hört da? Man dich, jetzt hört man dich. Jetzt höre ich dich. Hörst du mich? Hört man mich? Jetzt höre ich dich. Okay, perfekt. Ich höre dich, ja, okay. Sehr gut. So. Boah, nee, die kannst du runterschmeißen, Bruder Danny. Ich hole jetzt den neuen rein. Die ist Katastrophe. Die ist Katastrophe, Bruder Danny. Ich meine das ehrlich. Ja. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Darf ich mal kurz was sagen? Nein, darfst du nicht. Ich will mit dir gar nicht reden. Red mit Bruder Danny. Du hast mir letztes Mal schon Kopfschmerzen gemacht. Ja, ich will mal kurz was hier zu sagen. Also ich finde es nicht gut, dass ihr hier so einen Stream macht. Ihr dürft nicht vergessen, Krieg ist immer was Schlimmes. Und da gibt es keine Gewinner. Also das mal zum einen. Ich bin der Meinung, dass wir hier in den Streams überhaupt nicht urteilen dürfen, wer hat hier Recht, wer hat hier Unrecht. Ich weiß nicht, man muss sich ganz ehrlich zugeben, ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, worum es in diesem Krieg da genau geht. Und ich finde das eigentlich ganz schlimm, was hier in dieser Welt passiert. Und wir hatten ja eben diesen einen User, der hier über den Papst gesprochen hat. Ihr Lieben, der Papst hat überall seine Finger dazwischen. Der muss jeden Krieg, muss der erstmal unterschreiben, genehmigen. Und ich wünsche mir, dass ihr solche Streams erst gar nicht macht. Ihr seid doch gar nicht vor Ort, hört doch auf damit. Bruder, denn ich schmeiß dir raus. Ihr habt ja gar keine Ahnung von dieser Welt. Hört mal, Krieg, da gibt es nie Gewinner. Hört auf damit. Natürlich gibt es keinen Gewinner bei Krieg. Ich befürworte doch keinen Krieg. Die Muslime befürworten Krieg. Weißt du, wie die feiern, dass Israel angegriffen wird? Kannst du mal bitte ihn ausreden lassen? Kannst du bitte ihn ausreden lassen? Danke. Wir können da nicht hier Lives machen, egal in welcher Hinsicht, irgendwelche Schuldigen zu suchen oder nicht zu suchen. Also wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht genau, was da los ist, woher das alles kommt. Im Januar war wohl auch schon irgendwas gewesen. Aber guck mal, findest du das richtig? Findest du das richtig? Hier auf Livestream. Livestream muss noch verkündigt werden. Wir müssen noch aufklären bleiben. Genau. Findest du das richtig, dass du hier Livestreams machst? Das ist eine Art Partei ergreifen und eine Art, da mitreden zu wollen, wo wir gar keine Ahnung von haben. Deswegen bitte ich dich dazu, hör doch auf damit. Alle, mein Lieben. Guck mal, darf ich weiter? Bitte auf. Wir wissen nicht genau, was los ist. Ich bin friedlich hier. Die ganze Zeit dazwischen, das kannst du jetzt nicht bringen. Bitte, einmal. Rede du einmal, Schwester. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Du hast da völlig recht. Du hast da völlig, völlig recht, diesen Live zu machen, finde ich einfach klasse. Respekt für deine Worte. Ich danke dir für die Wahrheit, dass du auch die Wahrheit predigst und bringst durch Videos, live und so weiter. Also ich bin echt dankbar, dass es Geschwister gibt, wie du, der ist also ich werde den Stream melden. Ich finde das nicht gut, dass ihr euch da denkt, euch da mit reinzumischen. Das ist ja normal. Du bist ja nur neidisch. Du bist ja pure Neid. Nein, ich bin überhaupt nicht neidisch. Weil wenn du korrekt bist, dann lass doch die Leute.
Es ist doch nicht dein Live, dein Stream, ja? Das dann mach doch nur dein Stream, aber lass den Bruder allein. Tut doch nur dein vor Ort, ja. Das, wie würdest du dich denn fühlen? Ja, nee, komm, du bist doch gar nicht vor Ort. Ihr habt doch gar kein Recht mitzureden. Und auch nicht schreien. Und du musst uns auch ausreden lassen. Sonst ihr habt ich kein Recht mitzureden. Ganz einfach. Wir haben Recht mitzureden, weil wir Gotteskinder sind, ja? Das ist der Unterschied. Wir sind Kinder Gottes. Das ist Gotteskinder. Das ist eure Nächsten lieben und eure Feinde lieben, nicht ihr Hetz. Wir lieben uns doch aber. Was man von dir nicht sagen kann. Deine Hetze ist dann. Du lässt uns ja nicht ausreden, Schwester. Wenn ich die Schwester nennen darf. Also bitte, langsam und in Ruhe. Es ist gar nichts passiert. So, ja? Das geht mir auf die Nerven. Es ist gar nichts passiert. Nicht mal eine Minute kann man weggehen. Nicht mal eine Minute. Das ist ja unfassbar. Und die Nachbarn sich streiten um den Kaffee. Genau, genau. Um den Zucker, um die Milch. Also das sollte daheim lassen, ihre Aussage. Und die soll bitte nicht melden. Ich hole jetzt den nächsten hoch. Aber Bruder Danny, das ist ja Wahnsinn. Die befürworten diesen Krieg. Ja, wo ist die Nächstenliebe? Keine Liebe ist hier, null. Die haben nichts außer nur den Islam mit voller Hass, wie Mohammed gelebt hat. Die schreiben alle Free Palestine, Kinder, die leiden, ne? Und dann schreien die noch Free Palestine. Wahnsinn, Wahnsinn. So, hallo? Was ist denn? Was geht ab? Ich bin Christe. Achso, wolltest du was dazu sagen einmal? Ja, ich wollte mal einmal was dazu sagen. Hast du mal gesehen, wo ein Christe mit einem riesen mit einer riesen Kreuzkette durch Israel gelaufen ist und was die da mit dem gemacht haben? Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Die haben den angespuckt, die haben den vor die Füße gespuckt, jüdische Orthodoxe haben den vor die Füße gespuckt. Und ich sag dir eins, gell, heute Nacht, wie viele Kinder heute Nacht wegen Israelis gestorben sind, gell, das ist unnormal. Nicht Leute, die unschuldige Wohnhäuser wurden alle zerstört. Genau, und du bist das dann. Genau. Weißt du? Schlimm. Finde ich auch. Auch bei Israel haben Kinder gestorben. Ich will das nicht abstreiten, weißt du? Aber was Israel macht, und auch das schon über mehrere Jahre lang, oder auch wie die zu uns Christen sind, Juden kaufen, kaufen christliche Häuser oder halt Kirchen, kaufen die ab. Warte, aber darf ich dir was sagen? Ich möchte dir was sagen. Du nennst dich ja Christ, richtig? Ja. Wir sollen das alles erdulden für den Herrn Jesus Christus. Wir sollen ja mitleiden. Egal, ob die ganze Welt uns hasst, egal, ob sie uns schlagen, verfolgen, umbringen. Wir Christen gehen nach Hause, es ist völlig egal. Wir haben den Herrn Jesus Christus gekreuzigt. Amen, Bruder. Völlig egal. Es ist egal, was wir mit Christus machen. Egal, was die Muslime mit uns machen. Wir segnen die Muslime und wir lieben die Muslime. Wir leiden für den Herrn. Ja, ich mag die Muslime auch. Aber ich mag die Israelis Die mag ich nicht. Weil die uns das nur nicht hassen. Was hat der Jesus Christus gesagt? Warte, Bruder Danny. Was hat der Jesus Christus gesagt? Der Jesus Christus sagte, liebe deine Feinde, nicht hasse deine Feinde, sondern liebe sie. Denn wir sollen ja mit Liebe entgegentreten, nicht mit Hass. So, Was hast du reingeholt? Was ist das denn? Der trägt eine Waffe als Profilbild. Hallo? Und? Ja, jetzt. Wahnsinn. Also ich würde mal sagen, halt über Israel und halt die Situation, die jetzt ist. Erstens, also halt, wenn Sie vielleicht auf die Karte nachsehen. Den anderen, den tue ich einmal ganz kurz wieder raus. Willst du noch was sagen? Weil es wollen noch andere rein. Wer ist? Ja. Ja, guck mal, ich wollte sagen, da schreiben Leute Fake-Christ. Ich bin Christe und ich liebe meine muslimischen Brüder. Aber was gerade im Moment passiert, ist nicht richtig. Wir wissen das alle, dass mit Israel und Palästina, ich habe viele palästinensische Freunde, die ihr Land verlassen mussten, wo die Cousinen und Cousins alle bombardiert wurden von Israelis. Und es gab was macht den ganzen Palästina? Palästina überfällt ganze Zeit Israel. 87. Guck mal, ich sag so, ich befürworte nie einen Krieg. Jedes unschuldige Mensch, der stirbt, das tut mir im Herzen weh. Aber die Bibel sagt, liebe deine Feinde. Nicht und wir lieben uns verfluchen und uns verfolgen. Das ist die Christenverfolgung auch, Bruder. Ich habe das gerade gehört, weißt du? Das sagt Free Palästina. Ja, das ist wunderbar. Der ist kein Christ, der hat die Bibel nie gelesen. Amen, genau.
So ist es. Der kennt gar nicht Psalm 122, wo sogar drinnen steht, betet für Israel. Der kennt diese ganzen Sachen gar nicht. Das ist ein auserwähltes Volk von Gott höchstpersönlich. Wer Israel angreift, hat mit Gott persönlich zu tun. Das ist ganz, ganz katastrophal. Das stimmt. Also ist so, was für ein Hass die Menschen haben, ne? Was für ein Hass die Menschen haben. Hol mal den nächsten noch, Bruder Danny, der redet nicht. Du kannst ihn raustun, wenn der nicht redet. Ja, genau. Da bin ich schon. Der hat sogar die Bibel geändert. Das zeigt mir schon irgendwie, dass da irgendwas hier nicht stimmt. Weg mit denen. Ja. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem Gottes Segen. Ja. Elias, Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Hallo. Leute, alle teilen und folgen, Leute. Ja, Gottes Segen. Hey, Elias, und was sagst du dazu? Ich habe das so. Er sagte, in der Bibel steht, dass man ihre Feinde lieben soll, oder? Amen. Ja, Amen. Ja, oder? Ja, neuer Bund. Okay, super, sehr gut. Sehr gut. Sind die jetzt alte Testament, hast du schon verloren. Wenn das stimmen würde, zitierst du alte Testament, hast du schon verloren, Elias. Was willst du zitieren? Darf ich mal weiterreden? Ja, jetzt zitiere. Ja, genau. Wenn es stimmen würde, dann wieso Ukraine leben ihre Feinde nicht in, wie heißt das, Russland? Was ist Russland? Sind Ukrainer Christen oder was? Was ist denn da los? Das sind Orthodoxe. Nur Nachfolge des Herrn Jesus Christus, nur die Bibel allein, mehr nicht, denn wir verurteilen jede unschuldige Tat, die gemacht wird. Das ist alles nicht richtig. Nur die Bibel, wir sollen unsere Feinde lieben. Das mit Russland befürworte ich kein bisschen. Das mit Ukraine befürworte ich kein bisschen. Kein bisschen hier. Die Bibel sagt, wer nach dem Schwert greift, wird mit dem Schwert umkommen. Wir sollen niemals nach dem Schwert greifen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Selbst wenn wir in Gefahr sind und sogar sterben werden, dann akzeptieren wir das Sterben. Weißt du auch warum? Weil das Sterben für uns das Gewinn ist. Es ist doch gut. Es ist doch gut, dass du reist. Warte mal. Der Herr Jesus sagt sogar zu Petrus, stecke dein Schwert weg. Denn wer das Schwert greift, der wird mit diesem Schwert umkommen. Wir haben keine Waffe zu begegnen, wie die Priester machen. Wir überfallen keine Länder oder führen Krieg. Zeig mir bitte einmal in der Bibel, im Neuen Testament, dass die Apostel oder dass der Herr Jesus gesagt hat, wir sollen Krieg führen und wir sollen uns verteidigen. Nein, überhaupt nicht. Also dann, das bedeutet, ihr würdet nicht gegen eure Feinde nicht kämpfen und einfach zulassen, was ihr treibt, oder? Genau. Unsere Feinde und vertrauen auf Gott. Wenn Gott sagt, hör doch zu, Elias. Elias, komm, wir wollen jetzt nicht rausgehen. Elias, warte bitte. Wenn Gott, wir vertrauen auf Gott. Und wenn wir sterben sollten, dann sollen wir sterben. Weißt du warum? Sterben ist für uns ein Gewinn. Ein Märtyrertod ist der schönste Tod, den es gibt. Amen. Genau. Amen. Halleluja. Ja, weiter bitte. Ja, das reicht. Warum? Also sollen wir jetzt andere massakrieren oder was? Okay, wir gehen Jesus, das vor Gottes Wir wollen Jesus jetzt nicht an den System. Also dem kann ich nichts machen. Okay, aber Elias, wir sind ja nicht beim Islam. Der Islam sagt in Sure 9, Vers 5, schlachtet die Ungläubigen, wo immer sie auch findet. Das ist der Islam, was wir gerade in Palästina sehen. Ist das richtig, Elias? Stimm mal dazu. Schlachte die Ungläubige, also wieso schlachte ich nicht meine deutsche Freunde denn? Ja, weil die Scharia noch nicht herrscht, Elias. Du weißt ganz genau, du brauchst nicht so lächeln, du weißt ganz genau, wenn die Mehrheit der Muslime in Deutschland wenn die Mehrheit in Deutschland den Muslimen gegeben ist, die Mehrheit, dann werdet ihr sofort den Scharia-Staat einführen. Und wenn die sagen, nein, wir wollen es nicht, dann machen gewisse Deutsche sogar Gegenwehr, dann werdet ihr richtig aggressiv und dann werdet ihr wie Mohammed den Islam durchbringen. Wir sind doch nicht dumm. Alles gut. Jetzt will ich mal ein paar gute Sachen. Also ich habe vorher gehört, ihr habt gesagt, wenn eure Feinde euch irgendwas tut, ihr dürft nicht mit denen kämpfen, einfach beten. Wir beten und flüchten bei sowas. Also wir wenn jemand in Gefahr ist, dann nehmen wir diese Person sogar weg und werden sogar unser eigenes Leben ins Spiel setzen, damit diese Person beschützt wird. Aha, okay. Ihr beschützt diejenigen einfach hinter Druck ist, oder? Wir beschützen andere Menschen, die unschuldig hier am Sterben sind. Okay, und die Palästinenser waren schuldig, meinst du? Ja, kannst du nur an Israel angreifen. Wen gehört denn Israel? Die Juden. Im Koran steht das. Hört mal, Elias, hör jetzt zu. Sag mal, ist immer kein Quatsch. Im Koran steht, dass Israel die Juden gehört. In der Bibel steht, dass die Juden gehört. Ich sag dir, meine Liebe, ich sag dir ganz kurz.
Ich weiß nicht, welche Rolle du spielen willst. Du kannst nicht. Benzin mit Wasser, die kommen nicht klar. Weißt du, Benzin mit ins... Nee, nee, ich meine ja. Benzin mit Feuer. Benzin mit Feuer. Lili ja, wir kämpfen ja auch gar nicht. Ihr macht doch mit Waffen. Was sagt denn die Bibel? Bekämpft Böses mit Gutes. Böses, aber immer mit Gutes vergelten, Elias. Immer mit Gutes. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Na? Genau darüber reden wir. Wir wollen Frieden, aber keinen Krieg. Genau. Wenn wir nicht im Frieden leben können, dann lassen wir es halt über uns ergehen. Aber wir sind errettet. Wir haben sehr errettet. Genau errettet durch Jesus Christus. Ja? Aber das ist keine Option, Menschen abzuschlachten. Nee, und dann den leeren Platz irgendwo. Lassen Sie mich reden, bitte. Nur ne? Zwei Tagen tot. Das funktioniert nicht. Ein paar Worte will ich sagen. Ich weiß nicht, wohin ihr gehen wollt. Also ihr einmal redet über Politik, einmal redet ihr über Religion. Das ist wie Benzin und Feuer, weißt du? Das ist wie Benzin wie Feuer. Nein, wir müssen doch die Geschwister aufrütteln. Wir machen doch die Geschwister wach. Natürlich. Was denkst du, was der Bruder denn die ganze Zeit macht? Er denkt jetzt aber über die Illuminaten auf. Er denkt alles auf und das soll weit sein. Meine Liebe, ich bitte Sie. Nein, Gott bewahre uns alle, weil die Drangsal, die kommt. Glaub mir. Ich würde niemals akzeptieren, wie man sagte, Tote, die Ungläubige, keine Ahnung oder sowas. Das würde ich niemals akzeptieren. Echt? Sogar uns, vielleicht Jesus Christus, eures Sohnes Gottes, aber bei uns bei ja, aber dann bist du doch kein Muslim, wenn du sagst, du willst das sie akzeptieren. Dann bist du doch kein Muslim, Elias. Aber dann bist du kein Muslim, was erzählst du da? Wir dürfen niemals Unterschied zwischen Christen und, ich meine, zwischen Prophet Mohammed. Das gibt's doch gar nicht. Du kennst gar nicht den Koran, Elias. Suche 9, Vers 5. Lies doch in diesem Mal Suche 9, Vers 5. Voll machen. Leute, könnt ihr doch mal alle teilen. Teilen und nochmal bitte alle liken. Dankeschön. Okay, alles gut. Es war Elias, gut mit euch lies zu reden. Mal Elias, gut, Elias. Gut, warte recht, bitte. Recht. Elias, warte. Ich lies nochmal. Ihr habt recht, unterstützt eure Feinde, unterstützt einfach. Nein, mit. Elias, hör zu. Suche 9 vor 5. Das finde ich nur, das ist eine Elias, lies doch mal die Koranstelle, Suche 9 Vers 5. Bruder, lass es mal. Lies doch mal vor für die ganzen Muslime hier. Bruder, wir sind Terroristen, Muslimen sind Terroristen. Wir unterstützen Ukraine, obwohl wir Stopp sagen können. Aber nee, das machen wir nicht. Wir helfen. Wir dürfen nie einen schlagen, warum? Einen verletzen. Das machen die Regierung und das jetzt Ukraine. Seine Haus, seine Volksleute einfach. Unterstützen, weißt du, Ukraine. Und was machen Palästinenser? Das machen die genau Sachen. Und jetzt, Leute, danke euch, dass ihr mich einfach reden lassen könnt. Ein bisschen, aber nicht so viel. Und viel Erfolg wünsche ich euch. Also, drum in die Daumen für euch. Dankeschön, gell? Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ja, betet für Elias, ne? Betet für ihn, damit genau. Er den Herrn Jesus Christus kennenlernt. Bruder Pablos, das. Egal, lass mich mal glauben. Wir hatten fast 900 Zuschauer und dann auf einmal sehe ich Beschränkung auf einmal von 800 in einer Minute 400 weg. Ob die da jemand draufgekriegt hat. Hört man mich überhaupt? Ja. Hört mich alle. Aber wir bleiben weiter live. Guck mal, wir haben jetzt 200, wir bleiben weiter live. Leute, alle teilen den Stream. Wir teilen den Stream und wir werden das hier jetzt einmal alle bitte teilen. Ella, rede bitte. Gottes Segen. Ich bin jetzt bei dem Account meiner Frau drin. Ich habe es gerade mitbekommen, Kurt. Ich finde die Diskussion, die führt ein bisschen, ja, keine Ahnung, durcheinander. Und auch, dass einige Dinge hier aus dem Kontext gezogen werden. Ich habe, glaube ich, zugeschaltet, wo ihr über Palästina am Reden wart. Ihr wisst, dass Palästina
eigentlich den Palästinensern früher gehört hat, bevor der Zweite Weltkrieg. Nein, selbst der Koran sagt, dass Israel die Dinge. Darf ich kurz ausreden? Also, also das ist so eine Lüge, die du erzählst. Kannst du mich gerne korrigieren. Pass auf, wenn ich fertig bin, kannst du mich gerne korrigieren, wenn du so ein korrekter, wie heißt das hier, wie so, der hier diese Gespräche leitet bist. Folgendes. Israel war früher von den Israel, also von den Juden gewesen, ganz früher, bis sie von dort nicht vertrieben wurden, sondern verbannt wurden von Gott. Die wurden verbannt und ihnen wurde als Strafe verboten, jemals wieder ein Land zu gründen und gemischt unter den Völkern zu leben. Okay? Danach war da Palästina, ich weiß nicht die ganze Geschichte, auf jeden Fall wurde denen dann Obdach gewährt und die haben einfach gesagt, okay, das ist unser altes heiliges Land und wir übernehmen das jetzt. Das ist genauso, wie wenn ich, jemand, der draußen auf der Straße in der Kälte sitzt und gejagt wird, sagen würde, komm zu mir nach Hause rein und der wird sagen, hör mal, ich habe früher in dieser Wohnung gewohnt. Hä? Das ist meine. Guck mal, ist doch, guck an, mal, das, was erzählst du da? Guck mal, die Bibel ist erstens älter als der Koran. Schon mal das erste, historische Fakten. So versteht man nichts, Leute. Lasst einen bitte nach dem anderen. Ist Ella nicht fertig beim Reden? Nein, bin ich noch nicht. Nee, da war noch nicht fertig. Genau, du musst näher kommen. Du musst näher kommen, man hört dich nicht. Immer stückchenweise, ja, ich bin jetzt näher dran. Und folgendes, in Israel, richtige Juden, orthodoxe Juden, die in Israel leben, ne, das könnt ihr recherchieren. Die sagen, wir sind keine Israelis, wir sind Palästinenser. Uns ist in der Tora verboten worden, ein eigenes Land zu haben. Das heißt, die Leute, die dort leben in Israel, das sind Zionisten. Weil ein richtiger, gläubiger Jude, der würde niemals ein Land sagen, ich bin Israeli, weil das gegen seine Religion verstößt und der damit Gottes Befehl sich widersetzen würde, gemischt unter den Völkern zu leben. Weil denen wurde verboten, ein eigenes Land zu gründen. Erstens, das ist das, was ich weiß. Wenn es jemand anders besser weiß, kann er es mir gerne sagen. Ne? Okay, historische Fakten. Erstens, Koran sagt ja selbst, dass Israel den Juden gehört. Dann hast du gesagt, was du jetzt gesagt hast, es gehörte dem Mann, jetzt gehört es den anderen. Ne? Aufgrund der Züchtigung und so weiter. Das sagt aber der Koran. Aber was sagen denn historische Quellen, die älter zu Koran sind? Die Bibel zum Beispiel. Und die Bibel ist die komplette, der Tanach der Juden auch noch. Der echten Juden, genau. Nicht der anderen Zionisten hier, das sind ja keine Juden, aber wir reden von den echten Juden und da steht es selbst drin, dass es immer Israel gehört hat. Die wurden, warte Ella, jetzt bin ich nicht fertig, die wurden immer gezüchtigt, das stimmt, weil die untreu waren gegenüber Gott. Aber der Herr hat gesagt, du, auch wenn ich sage, du bist nicht mein Volk, bist du jetzt noch immer mein Volk, weil ich treu bin. Ich habe dich auserwählt. Denn Gott ist treu. Und er wird nur einen Überrest der Juden aber auch nur retten, weil nur ein Überrest der Juden, echte, wahrhaftige, echte Juden sind und an den Herrn glauben. Und der Rest wird doch sehr, also steht auch in der Bibel, da gibt es auch was Schreckliches, was mit denen in Zukunft passieren wird, leider. Na, genau. Aber es gehört letztendlich trotzdem den Juden. Israel gehörte, also Jerusalem gehörte immer Israel. Und generell Israel, der komplette, gehört immer den Juden. Das war nie anders. Auch wenn die gezüchtigt worden sind, der Herr hat die immer wieder rausgeholt. Und weil der Herr sagt, jetzt wende ich mich zu dir. Wie ein, guck mal, das ist so zu verstehen. Wie ein Vater, der seinen Sohn züchtigt, so hat Gott Israel gezüchtigt. Aber heißt das, nur weil dein Sohn schlechte Sachen macht, heißt das jetzt, dein Sohn ist nicht mehr dein Sohn? Okay. Also, du musst immer zu deinem Sohn stehen. Das ist dein Sohn. Du schmeißt doch nicht weg und sagst, das gehört jetzt dieser Familie. Pass auf, wenn genau wir jetzt, so welche Leute nehmen, die Attentate veranstalten und so, kann ich jetzt auch sagen, Gott liebt und so. Meinst du, Gott hat den Juden gesagt, ihr, wenn jemand euch mit offenen Armen in sein Land aufnimmt, holt euch Waffen und knallt sie nieder, stampft deren Häuser nieder. Ich glaube, dann glauben wir beide an den falschen, an verschiedene Götter, ganz im Ernst. Weil der also Gott, Krieg unterstützen wir nicht, aber der Herr, warte, ich muss das sagen, der Krieg unterstützen wir nicht, aber der Herr die Ukraine, Ukraine bekommt Leute, über 100 Milliarden an Spenden. Ihr redet alle dazwischen. Leute, ich starte einmal den Stream neu. Der Stream wurde beeint, also der wurde gemeldet. Alle, die jetzt hier drin sind, folgt mir alle. Kommt nochmal gegen Israel. Die ganze Welt, Israel würde alle Länder zerstören, weil Gott mit Israel ist. So, Punkt, fertig, aus. So, und wenn du, warte mal, wo bist du jetzt? Pablos, komm mal bitte rein. Ich sehe deine Anfrage noch nicht.
Dich kann ich auch hochholen, wenn du möchtest. Ich schick dir mal eine Anfrage, nimm mal an. Leute, teilt den Stream. So. So, ich hole euch gleich rein. Auf jeden Fall haben wir ja gerade darüber geredet und wir sehen ja auch, wir sind am Ende der Zeit und wir sehen ja auch, dass das jederzeit, die Entrückung kann jederzeit passieren. Und die Muslime denken wirklich, dass sie am Ende siegen werden. Nein, der Jesus wird wiederkommen und wird Israel retten vor den Muslimen. Und ich habe es ja auch gerade gesagt, der Film World War Z, das ist einfach nur Muslime, die Israel überrennen. Und Hollywood zeigt das. Ich finde es traurig, dass die Palästina sich darüber freuen, dass die Hamas Raketen rüberschießen. Warum betet ihr nicht für die Israeliten? Ihr habt doch Frieden. Islam ist doch Frieden. Warum betet ihr nicht für die Juden? Es ist schrecklich auf beiden Seiten, aber warum freuen sich die Palästina so darüber? Schrecklich. So. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wenn die Al-Aqsa-Moschee weggebombt wird, dann wird der dritte Tempel kommen, das sage ich hier. Da gebe ich euch Siegel und Hand drauf. Ich gebe euch Siegel und Hand drauf, wenn die Al-Aqsa-Moschee weggebombt wird, dann wird der dritte Tempel kommen. Weil die Bibel ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes und die Bibel hat bis jetzt mit allen Recht gehabt. Gottes Segen, Pablos. Ja, so, ich kann jetzt nicht so lange predigen, aber du kannst länger auf jeden Fall predigen. Kannst du noch ganz kurz 10-15 Minuten übernehmen, weil ich mir nur ganz kurz mein Essen mache. Wie lange bist du weg? Kurz? Wie lange ungefähr? Ich muss ja auch gleich gehen. 10-15 Minuten. Boah, das ist ja okay. Du kleiner Schuchtel. Du sagst, warum beten raus, wir nicht für die... Weißt du, wie gefährlich das ist, wenn man jemanden hochholt? Du sagst, warum beten wir nicht für die Israel? Guck mal, der beleidigt, Bruder Danny. Tu den raus, bevor er gemeldet wird. Wir haben über 70 Jahre Krieg. Ja, TikTok-sportlich. Raus. Schnauze. Raus. Deine Mutter. Das ist also dein Geist. Seht ihr, das ist Muslim. Seht ihr den Muslim. Das ist der Geist. Das ist Islam. Da habt ihr gerade gesehen. Das ist Nächstenliebe. Das ist die Nächstenliebe. Das ist Islam. Was anderes hat man nicht erwartet. Ja, das ist die Nächstenliebe von denen. Oder Danny, du kannst nicht weggehen. Du musst Handy mitnehmen. Ja, das ist dann halt die Nächstenliebe, ne? Sieht man ja, wie nett die sind. Das war sehr nett. Das war sehr respektvoll gegenüber, dass er dann jetzt hier so durchdreht. Was meint ihr, was die mit uns machen würden, wenn wir in deren Land wären? Was meinst du? Ja. Gottes Segen. Ja, das ist heftig. Meine lieben Muslime, ihr braucht den Herrn Jesus Christus. Gott, der Islam wird euch nicht retten können. Der Jesus Christus ist auch für eure Sünden gestorben. Ihr müsst ihn nur annehmen und die Gnade Gebrauch machen. Euer Islam ist später gekommen. Der Mohammed ist voller Fehler, widerspricht sich, hat nur den Krieg gebracht. Der Jesus Christus widerspricht sich nicht, bringt den Frieden und rede von Nächstenliebe, das, was ihr gar nicht kennt. Sagt mir doch im Koran und seid doch ehrlich, wo steht Liebe im Koran? Nirgendwo. Aber in der Bibel steht nur über die Liebe. Nur. Deswegen nimmt ihn Jesus an, bevor ihr verloren geht. Aber merkst du, was für einen dämonischen Geist die haben? Die kommt immer wieder mit Drohungen. Also man merkt ja auch, man merkt, dass man sieht das. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Außenstehender sieht, dann sieht man ja auch, wie gewalttätig die sind. Und das holen sie auch aus ihren Schriften. Genau. Wurdest du eingeschränkt, Bruder Danny? Genau. Bruder Danny, bekamst du wieder eine Einschränkung? Ja, es ist immer so, ne? Es ist halt, die melden den Stream, ne? Was willst du jetzt machen? Na, Wahnsinn. Ja, die Muslime, ne, ihr braucht den Herrn Jesus. Ohne den geht ihr komplett verloren. Der Islam ist so voller Fehler, ne, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, wie der Islam ist. Aber weißt du, Bruder, was ich nicht verstehen kann? Ich kann nicht verstehen, sie lesen doch das Ganze, ne? Sie lesen doch darüber. Ja, die lesen gar nicht. Und die lesen trotz dessen wollen sie die Wahrheit nicht haben. Trotz dessen. Das kann ich nicht. Okay, zwei Fragen. Hallo. Pablos, ich habe eine Frage an dich, Pablo. Pablos, Bruder, ich habe eine Frage an dich.
Ja, bitte. Guck mal, ich bin jetzt seit circa 30, 40 Minuten verfolge ich den Stream mit dabei. Auch dein Live verfolge ich auch sehr oft, Pavlos. Eigentlich der Danny Evangelist hat ja den Stream aufgrund, also ich finde, da sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Einmal Politik und einmal Religion. Reden wir jetzt hier über Religion oder reden wir gerade über Politik? Das also ist ein und dasselbe. Und, weißt du warum? Nein, du kannst Politik nicht mit der Religion zusammenfassen. Alle Muslime freuen sich, dass Israel komplett eingegriffen wird. Nicht Islam, warum nicht der immer wo? Islam. Also, guck mal, Bruder, ich sehe doch selber die ganzen Muslime. So, hör doch zu, Abu Malik. Die ganzen muslimischen Soldaten. Nein, weil, aber schreien ich bin die noch gar nicht muss, hör doch zu, Wort, Abu Malik. Was schreien die ganzen muslimischen Soldaten in Palästina, die in Israel reinkommen sind und die Frauen dann alle geil sind? Okay. Die schreien Allahu Akbar, weil die sich aus dem Koran zitieren und bewegen hier mit dem Mohammeds Leben. Respekt ist, wenn der eine spricht und da unterbricht der andere ihn nicht. Ich bin dran. Soweit ich fertig bin, kannst du reden und ich bin danach auch raus. Ich möchte nur zwei Wörter loswerden. Schau mal. Ja, so funktioniert das. Du kannst hier was reden und dann gehst du raus, ohne einen Dialog zu führen. Nein, ich höre zu. Ich meine damit, ich gebe dir die Möglichkeit, auch was zu sagen. Ich höre zu. Okay. Respekt. Okay? Und für mich ist das, ob Christ, Jude, Muslim, jeden seinem Glauben. Im Koran steht, lakum dinakum waliyadin, mein Glaube und euch euren Glauben. Ich unterscheide nicht. Aber ich finde, Pavlos, schau, du bist ein Streamer, der immer live ist, der immer gegen den Islam schießt. Schießt ist vielleicht das falsche Wort, also immer halt versucht, den Islam schlecht darzustellen. Wenn du jetzt in so einem Live jetzt bei Danny dann Israel verteidigen willst, dann finde ich, dann ist das keine gerechte Verteidigung von dir, weil du schießt doch gegen den Islam. Ich glaube, auch wenn der Islam im Recht wäre, auch wenn die Palästinenser im Recht wären, würdest du sie nicht verteidigen. Zunächst einmal, Palästina ist nicht gleich muslimisch. Es gibt genug Christen in Palästina, die auch darunter leiden. Ob jetzt im Koran steht, es gehört den Juden, es gehört den Palästinensern. Fakt ist, die Palästinenser waren am Ende des Tages, die dort gelebt haben. Ob sie verkauft haben, ob die Israeliten mit Gewalt da eingedrungen sind, lassen wir mal so stehen. Wir vergleichen mal diesen Krieg mit der Ukraine. Was ist, wir heißen nichts gut, ja? Das, was gestern dort passiert ist, das ist traurig, wenn unschuldige Menschen in einen Krieg gezogen werden, die damit gar nichts zu tun haben, ja? Aber da 50 Jahre Palästina. Seit über 50 Jahren tagtäglich sterben unschuldige Menschen. Auf der anderen Seite findet man das auch gut von Seite Israels, wenn unschuldige Menschen, für die sind das alle Terroristen. Dann musst du dich nicht wundern, wenn das die Muslime auch gleichzeitig gut finden. Bruder, wir sollen fair bleiben. Ja? Du bist nicht mein Feind. Mein Feind ist Satan. Nicht du, nicht Evangelist. Aber bleibt sachlich. Fürchtet Gott. Ja, nicht immer das die machen wir doch. Wir fürchten doch Gott. Alle, die wir sind, fürchten Gott. Ich will Abu Malik noch hören. Ich will dich noch hören. Bist du fertig, Abu Malik, oder? Ja. Abu Malik? Willst du noch was sagen? Oder bist du fertig? Ich höre dich. Okay. Dann, aber... Was ich dir damit sagen will, ist... Wenn wir mit rein Fakten reden... Ich bin sofort fertig. Achso, bist du nicht fertig. Fakten sind... Fakt ist... Wenn der, was gestern in Israel passiert ist, wenn das gestern die Ukraine mit den Russen gemacht hätten, hätte man heute in den deutschen Medien gehört, Erfolg für Ukraine. Diese scheiß Doppelmoral, diese Heuchlerei ist einfach nur zum Kotzen. Ja? Seit über 70 Jahren macht das Palästina mit. Bleibt menschlich. Hört auf mit Israel. Israel, wir lieben die Juden, wir hassen den Zionismus. Punkt. So. Also Fakt ist, also Zionismus auf jeden Fall ganz klar fernhalten, ne? Aber Fakt ist, den Juden gehört Israel. Die Bibel ist älter als der Koran. Der Koran berichtet selber von, dass Israel den Juden gehört. Aber die Bibel ist noch älter als der Koran und berichtet auch, die Juden gehört Israel und das war schon immer so. Israel wurde gezüchtigt, ja. Da steht das, weil die untreu gegenüber Gott waren. Da hat Gott auch Züchtigung gelassen. Wie ein Vater seinen Sohn züchtigt, so züchtigt Gott auch Israel, das auserwählte Volk. Aber Gott schmeißt Israel nicht weg, denn am jüngsten Tag wird das geschehen, nicht jetzt. Und der jüngste Tag ist ja nicht mal da. Wir sehen,
dass Israel den Juden gehört. Ich befürworte nie einen Krieg, auch wenn Israel auf einmal Krieg machen jetzt würde, ne? Als Beispiel. Einfach so ein Länder würde ich nicht befürworten, null. Du hast, das geht hier rein gar nicht, weil liebe deine Feinde heißt es. Das darf man nicht machen. Nur deine Feinde lieben, nicht hassen. Die ganze Zeit eingeschränkt, ne? Ich muss sowieso jetzt gleich raus. Ich will noch letzte Worte geben. Wo war ich jetzt? Gott Israel. Und mit Islam ist das so. Der Islam ist wirklich nicht freundlich gegenüber anderen. Und das ist ja nicht schön. Ne? Das sehe ich ja in gewissen Koranstellen. Die Palästinenser haben doch die Juden aufgenommen, als sie in Deutschland verfolgt worden sind. Die Muslime haben die Juden aufgenommen. Aha. Und wie viel Christen haben Muslime aufgenommen? Wie viel Christen? Heute sogar das noch? Das mag sein. Das will auch kein Mensch. Und wie viele Muslime verachten Christen? Weil sie den Glauben haben, Bruder. Ich komme aus dem Libanon. Egal, woher du kommst. Bei mir zählt Mensch. Wir leben friedlich miteinander. Genau, wir auch. Wir wollen ja niemandem was Böses. Ja, und das ist keine Politik. Das ist keine Politik. Das ist nur ein Thema. Ein Thema, was wir haben. Schwester. Nur ein Thema. Abu Malik, weil der Islam selber doch sagt in Sure 9, Vers 5, dass man Krieg führen soll. Keiner will Krieg, Leute. Ich denke, dass keiner Krieg haben will. Wenn du mir jetzt aus dem Verse aus dem Koran holen willst, dann bin ich erstmal hier raus, weil ich rede nicht mit dir hier über den Koran. Du bist für mich einer, der gegen den Islam hetzt. Und deine Sure, die du gerade erwähnst, die im Koran steht, das ist eine Schutzsure, ja? Die Mekkaner wurden aus Mekka vertrieben, die Muslime wurden vertrieben. Das stimmt doch gar nicht, die haben doch Krieg angefangen. Das ist doch eine Lüge. Was erzählst du da? Der Islam hat sich bis Spanien ausgebreitet. Das ist eine absolute Lüge. Oder, Pavel, schau mal, bleib gerecht in Spanien. Nein, das ist eine absolute Lüge. Bitte was dazu sagen? Ja. Ja, einmal muss ich den Muslimen in einer Sicht recht geben, das mit den 70 Jahren, das stimmt. Die Zioniten haben sogar Deutschland in den Ersten Weltkrieg gezogen, das stimmt schon mal. Jetzt zu den unten. Du hast wiederum recht, dass wirklich die Muslime nur nach einem streben, nach die Weltherrschaft. Und das haben Muslime selber gesagt, auch im arabischen Fernsehen. Und wenn es bis 1 Million Jahre dauert. Doch leider muss ich dafür recht geben. Ich will dir nichts Böses, aber vielleicht hast du eine andere Ansicht. Alles gut, aber viele streben wirklich nach dem. Das haben die im arabischen Fernsehen selbst gesagt. Sie würden am liebsten sogar den Papst wegmachen, wenn es gehen würde. Schau mal, Andy. Ja. Ich komme aus dem Libanon. Ich bin als Säugling nach Deutschland gekommen im Jahre 1989. Weißt du warum? Weil wir aus unserem Land vertrieben worden sind und nicht von den Muslimen. Auch da hat Israel ihre Hand hat Israel mitgemischt. Dem das Bürger weiß ich ja. Das ist ja da, wo ich dir recht gegeben habe eben. Verstehst du? Das war ja da, wo ich dir recht gegeben habe. Wenn wir die Weltherrschaft wollten, ja, die oben sind, die an der Macht sind, das sind alles Marionetten. Ja, die gehen nicht nach Gottes Willen. Die gehen nach dem Willen Satans. Sie wollen immer mehr. Sie wollen das, was wir gerade machen. Sie wollen, dass wir Muslime, Christen, Juden, Andersgläubige uns bekämpfen. Obwohl wir alle von Adam abstammen. Am Ende sind wir alle Brüder. Ja? Lassen wir Religion beiseite. Genau. Und am Ende wird Jesus siegen. Und die, wo Jesus Christus nicht angenommen haben, ne? Wir lieben Jesus. Die werden dann alle verloren gehen. Und das ist es, was Bruder Danny und die anderen Brüder predigen, damit keiner verloren geht, weil wir eine Nächstenliebe haben, weil unser Gott lieblich ist, demütig. Wir sind ein Gott, Gott von einer Gnade, ein liebender Gott haben wir. Wenn du meinst, dass wir haben kein Gott. Schau, wir wenn du weißt, Gott, Jesus ist Gott, Krieg dann, Krieg dann ist das schön für wir dich. Wir sind keine Kriegführer. Na, das ist der Unterschied. Ich muss jetzt leider gehen. Ich wünsche euch Gottes Segen auf jeden Fall. Was ich empfehlen kann, guck mal, warte, was ich empfehlen kann, ist, liest wirklich mal den Koran, liest aber bitte den Tafsir dazu.
dann seht ihr, was der Koran wirklich ist. Lies den Tafsir von Ibn Abbas, Al-Jalalain, Ibn Kathir oder weitere Tafsir. Ich fordere sogar die Menschen auf, den Koran zu lesen. Also, und dann lest jetzt mal die Bibel und ihr kriegt mit eure Hetze. Antworten. Na, wie wir mit Hetze? Ich hatte gesagt, lies doch den Koran. Das Nein, ist doch ein Pablos, der Koran ist unwiderlegbar. Der Koran ist das Wort Gottes. Und da kannst Tag du nicht so erzählen. Pablos, ja, mach doch später einen Stream. Mach doch bitte. Guck mal, den Koran hat schon die ganze Zeit widerlegt. Der Ex-Muslim hat auch ganz den Koran widerlegt. Also der ist halt leichter zu widerlegen, bis zum geht's nicht mehr. Aber ich empfehle, jeder soll selber prüfen, jeder soll selber lesen und den Tafsir dazu. Schau mal. Ich wünsche euch auch mal ganz kurzes Segen, meine Lieben. Der Herr Jesus Christus liebt euch. Nicht aus Respekt, das lernt nicht meine Religion, das lernt nicht mein Glaube. Ich als Respekt euch gegenüber erwähne hier nichts Schlechtes über euren Glauben, aus Respekt, weil ihr seid. Ich könnte dir auch sagen, in der Bibel steht das, die Bibel ist verfälscht, die Bibel ist erneut. Mach ich aber nicht, um euch Respekt zu geben. Aber da auch viel sowas länger, das wie das getan, ne? Auf jeden Fall Gottes Segen, meine Lieben. Gottes Segen. Du bist ein Hetzer. Mehr nicht. Ich finde, Abu, ich finde immer, auch für euch Muslime wie für uns Christen, wir sollten immer selber Gott fragen und Gott gibt uns die richtige Antwort. In Büchern kann vieles stehen und verfälscht werden. Ich rede mit Gott, immer mit Gott selbst, ne? Und mir wurde erfüllt, dass er Jesus ist. Er hat es mir selbst irgendwie gesagt. Ne? Er hat gesagt, ich bin Jesus. Ja, Gott offenbart sich doch und auch. Er hat mir die Liebe gezeigt und das Böse gezeigt, wirklich. Amen. Ist nicht gelogen. Ich lüge dich nicht an, wirklich nicht. Ich schwöre nicht, ich darf nicht schwören. Du darfst nicht schwören, genau. Du sollst nicht schwören, ne? Ja. Dein Nächstenleben, dein Feindleben. Ne? Ja. Für die beten, damit sie zum wahren Glauben kommen, damit sie Errettung haben, ja? Weil die Zeit, die läuft, glaubt mir doch, Leute. Die läuft, die Zeit. Und Jesus wird kommen. Warte mal, liebe Frau, warte mal. Abo, ganz kurz. Guck mal, deine Glaubensbrüder, ne? Die tun meistens wie Roboter handeln. Die glauben nur, was sie glauben wollen. Also sie fragen ihren Gott nicht. Woher weißt du das? Weil sie alles widersprechen, was Gott sagt. Was widersprechen sie? Auch die Gebote. Guck mal, damals wirklich, ich habe mir alles über, nicht nur im Koran gelesen, ich habe mir auch wirklich die Geschichte angeguckt und es war wirklich ein massiver Massenmord, der da 400 Jahre geherrscht hat. Jetzt wird das lächerlich. Jetzt wird das hier alles lächerlich, schau mal. Also die Christen behaupten jetzt, sie sollen alles zulassen, alles was passiert ist im Namen Gottes, Namen Jesus. Wir behaupten so, wir gar nicht. Das hat der Evangelist gesagt. Wir geben ja nur, was Gott uns sagt. Wir selber behaupten aber nicht. Aber wenn das doch so ist. Es ist aber nicht so, wie du jetzt sagst. Es wird von Amerika überfallen, tagtäglich. Ja, das ist aber wenn das Agenda, ne? So das ist alles Agenda, alles Plan, der Illuminaten, der Elite, ne? Dafür kennen doch aber wir einfache Menschen nichts. Auch das Vatikan. Auch das Da ist ja genauso, da steckt ja mit drin. Das ist ja das Schlimmste. Das ist nicht mein Haupt. Mein Haupt ist Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Der Vatikan, das ist eine Religion. Aber für 80% der Christen wohl. Also mal ehrlich. Ich würde mal sagen, dass jeder Christ, wo Jesus annahm, im Herzen, ja, der kann den Vatikan gar nicht ehren oder schätzen oder was weiß ich, die Religion. Wir sind doch keine religiösen Menschen. Wir leben doch nur freichristlich mit Jesus. Ich gehöre keiner Religion zu. In meiner Personalität. Jesus wird wiederkommen und er wird das Kreuz zerstören. Genau, Jesus der kommt. Jesus und wird wiederkommen und das Schwein schlachten und die Kreuze zerbrechen und die Jizya abschaffen. Er wird jede einzelne Mauer reißen. Das arme Schwein wird schlachten. Nein, das Schwein weiß ich nicht, ob das Schwein ja aber unten denkt. Danny, ich gebe dir mal eine Empfehlung. Du kennst doch so 100% kennst du doch das Freimaurerzeichen, ne? Mama, Mia. Verbinde mal zwei Kreuze
verbinde mal zwei Kreuze. Bitte nicht ablenken. Ja, ja, verbinde mal zwei Kreuze miteinander und schau, was dabei rauskommt. Mach wir das mal. Wir verbinden keine Kreuze. Wir verbinden keine Kreuze. Mach das mal, dann hast du nämlich das Freimaurerzeichen. Wir haben das Kreuz im Herzen, ne? Und wir tragen das Kreuz Jesus im Herzen. Das Kreuz ist nur ein Symbol. Genau, das ist nur ein Symbol, aber weiter nicht. Wie viele deutsche Christen sind denn eigentlich hier? Wisst ihr, warum wir alle Glaubensgemeinschaften hier in Deutschland haben? Der Schlüssel der Weltfrieden liegt in Preußen. Und, hey, Danny, und Deutschland ist ein heiliges Land. Alles Danny, darf ich meine Suche aus dem Koran rezitieren? Alles wird sich hier entscheiden. Hier wird es enden in Deutschland. Danny, darf ich eine Suche aus dem Koran rezitieren? Wird das Danny? Volk genesen. Also ich denke, es ist so, dass jeder Mensch heilig ist, ne? Wo Jesus im Herzen hat. Weil Gott selber sagt ja, ihr sollt heilig sein, weil ich es bin. Und wenn du Jesus wirklich angenommen hast und erkannt hast, dass er Gott ist und dein Herr und Herr über alles, König der Könige, aller Königen, dann weiß man auch, dass das, was wir jetzt momentan haben, eine Prophezeiung Gottes ist, ja. Und es soll sich so auch. 2027 ist Palästina befreit, inshallah. Nein. Gottes Willen. 2027 ist Palästina befreit. Es gibt einen Jesus lebt. Ich habe meine Frage an dich. Aber warum stehst du so zu Israel? Ein Scheidungsdienstvertrag, der wird vom Antichristen unterschrieben. Ja. Wenn er uns ausredet, so wird es enden. Ja, so endet. Bruder Andy. Ja, bitte. Abu möchte mich was fragen. Lass ihn bitte mal zu Wort kommen. Danke. Meine Frage ist, warum stehst du zu Israel? Ganz einfach. Ich stehe zu Israel, weil es Gottes Stadt ist, ne? Ganz einfach. Und es ist das Herz, es ist der Augapfel von Gott. Und ich liebe Israel. Ich liebe Israel. Gut, ja? Gut ich beantwortet. Würde niemals etwas anderes sagen, weil es ist halt mal mein Glaube an Jesus. Nein, das und ist was nicht dein mir Glaube. Gott offenbart hat, das ist mein wahrer Glaube. Natürlich, natürlich. Nein, das Judentum ist nicht das dein Glaube. Die Juden glauben nicht an Jesus. Pass mal auf, ich mag jetzt nicht bestreiten, dass es jüdische Menschen gibt, wo nicht sie an Jesus nicht an Jesus glauben. Ne? Ihr behauptet, sie kann hätten ja sein, das kann ja alles sein. Aber viel wichtiger ist, dass ich nicht verloren gehe. Weil ich ja nicht über die Juden richten möchte. Warum lebst du dann den Staat Israel? Sie haben doch angeblich Jesus gekreuzigt. Ich liebe dieses Land Israel, weil es Gottes Land ist. Und weißt du, das sind nicht voll die Widersprüche, weil du ja meine Bibel und mein Glaube gar nicht kennst. Ja? Und daher kannst du dir gar nicht anmaßen. Nein. Du kannst es dir nicht anmaßen, weil du einen komplett anderen Glauben hast. Okay, ich habe noch 2 Minuten. Darf ich euch einen kleinen Vers aus dem Koran rezitieren? Gebt ihr mir vielleicht diese Möglichkeit? Ich bin die ganze Zeit mit Respekt und gebe euch auch die ganze Zeit Respekt zurück. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Nein. Da müssen wir was verstehen, Bruder Abu. Allah ist eins. Jesus ist der Sieg über alles. Jesus, ganz einfach Jesus. Nur Jesus rettet. Dein Mohammed, dein Allah, ging nicht ans Kreuz. Ja, es ging nur einer ans Kreuz und es ist unser Herr Jesus Christus. Denn er hat die ganze Sünde auf sich genommen und sonst niemand. Und niemand und nichts kann mich trennen von meinem Herrn Jesus. Dann lieber, ist doch schön für dich. Dann lieber sterbe ich für ihn. Ja, aber das ist doch schön für dich. Wenn du daran glaubst, ist das doch schön für dich. Es ist doch die Wahrheit. Es aber ist dann doch hört doch das zu bekämpfen, woran ich glaube. Weil mein Jesus lebt. Mein Erlöser lebt. Ja, Jesus und lebt. Daran glauben wir. Und Jesus Christus ist auch Gott. Es ist nicht nur Herr. Es ist viel mehr. Es ist Gott aller Götter. Es gibt nur einen Gott, ja? Und es ist Jesus Christus.
Und der, wo etwas anderes behauptet, wird Gott sehen, weil Jesus kommt bald und das sehr bald. Und ich bitte euch alle von Herzen, weil ich es euch nur gut meine, denn die Hölle ist nicht schön. Nein, die ist gar nicht schön. Aber mal eine Frage an dich. Wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Wie heißt du? Ja, ich heiße Georgia. Ich heiße Toll. Georgia. Petra. Ja. Petra. Kannst Petra, auch Petra sagen. Petra, ich habe mal eine Frage. Wie stehst du denn zu dem Konflikt Ukraine-Russland? Zu wen hältst du? Zu Ukraine oder zu Russland? Ich sag dir eins. Wenn man sich das Ganze anschaut, ne? Bitte mach da jetzt nicht so ein langes. Ich liebe, ja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann sorry. Ne? Nein, weil du ich bin Adrian keine Maschine. Ich sag dir eins, ich liebe Russland. Und Putin ist ein Ehrenmann. Weil wenn er kein Ehrenmann wäre, dann werden wir hier schon in Deutschland mit Sicherheit bombardiert worden. Ja? Und aus diesem Grund möchte ich mich darüber Ukraine und Russland gar nicht äußern. Ja. Weil das kein muslimisches Land ist. Wenn Russland muslimisch wäre, dann wärst du dagegen. Pass mal auf. Ich habe nichts gegen Muslime. Das ist mal zuerst, ich habe gegen keiner Nationalität. Warum duldest du dann einen Staat, lass mich der doch ausreden, Krieg führt. Bitte. Ich habe auch nichts gegen Palästina. Habe ich doch gar nicht gesagt, dass ich was dagegen hätte. Für mich ist Mensch Mensch, ja. Aber leider, für viele Muslime ist das nicht so. Weil viele Christen meiner Gläubigensbrüder, meine Glaubensbrüder, für die Muslime ist die das nicht werden, so. Die werden regelrecht abgeschlachtet. Die werden regelrecht, wir werden für unseren Glauben verurteilt, jetzt sogar hier im Live. Ja, also ich habe gegen keinen Menschen. Wir stehen gegen, zu Palästina. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe alle Menschen, weil die alle von Gott sind. Wir sind ich für Frieden, aber für Krieg, wir sagen auch nicht nein. Wenn der Krieg kommt, dann sind wir für Krieg. Wir sind an erster Stelle immer für Frieden. Also, dann hast du dich jetzt offenbart, bist du? Ja, also, das ist die Tatsache. Genau. Also, dann kannst du auch nicht sagen, dass du so heilig und gläubig bist, ne? Weil deine Bibel verleitet dich und verführt dich ganz einfach zum Krieg. Und es ist mit unserem Glaube leider nicht zu vergleichen. Ja, also ich kann dir nur wieder sagen. Ah, Juni. Ich wurde gemeldet. Ich starte nochmal neu.